Ich finde dich wirklich peinlich. Du gehst mir auf den Geist. Das geht bei mir zu einem Ohr rein und zum anderen raus. Wann warst du eigentlich zuletzt beim Friseur? Das sind alles dumme Sprüche, wie man sie im Alltag öfter mal hört. Und da fragt man sich natürlich, wie kann ich auf sowas schlagfertig, wie kann ich auf sowas cool, wie kann ich auf sowas so antworten, dass nicht mehr ich das Problem habe, sondern der andere, der mich mit diesem blöden Spruch angegriffen hat. Genau darauf möchte ich Ihnen heute Antworten und Beispiele geben. Mein Name ist Martin Wehle. Sie kennen mich vielleicht als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Die Spannung ist groß und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt gehen wir mal ein paar Sprüche, auch die eingangs genannten, nacheinander durch und ich zeige Ihnen, wie Sie darauf reagieren können. Schreiben Sie auch gerne mal Kommentare mit blöden Sprüchen, die Sie schon gehört haben. Vielleicht finden wir mit der vereinten Intelligenz ein paar richtig gute Antworten darauf. Ich beginne mit dem ersten blöden Spruch und zwar sagt jemand zu Ihnen, natürlich unbegründet, du bist ein Egoist. Jetzt stehen Sie am Pranger als jemand, der unsozial ist, der nur seine eigenen Interessen im Auge hat. Und die Frage ist jetzt, wie können Sie darauf reagieren, ohne dem anderen noch mehr Nahrung zu geben? Sehr schön ist es in diesem Fall, wenn Sie den Vorwurf humorvoll zurückspiegeln. Also der andere sagt, du bist ein Egoist und Sie grinsen ein bisschen und sagen, stimmt, ich habe viel von dir gelernt. Das ist doppelt gut, weil Sie inhaltlich scharf und gut sind, aber auch, weil sie souverän und lächelnd antworten, sich also nicht auf die Palme treiben lassen, denn da hätte der andere sie gern in einer irrationalen Reaktion. Sie dagegen bleiben souverän und humorvoll, das funktioniert immer. Ich komme auf den zweiten Angriff. In irgendeiner Debatte sagt jemand zu Ihnen, du hast doch keine eigene Meinung. Auf einmal stehen Sie da als Meinungsschwächling, als jemand, der nie Position bezieht. Und die Frage ist, wie können Sie diesen Vorwurf zurückweisen? Eine gute Idee ist es, dass Sie den Gegenangriff als Gegenbeweis praktizieren. Was bedeutet das, wenn der andere sagt, du hast keine eigene Meinung? Können Sie zu ihm sagen, oh doch, das habe ich, frag mich einfach mal, was ich von Sprüchen wie von diesem halte. Und wenn der andere dann sagt, was hältst du denn davon, dann können Sie ihm sagen, dass solche Pauschalurteile in Ihren Augen völlig unangebracht sind. Und damit haben Sie eine klare Position bezogen, damit haben Sie diesen Angriff abgewehrt. Ich mache weiter mit dem dritten Angriff und zwar sagt jemand zu Ihnen, während über eine Sache gesprochen wird, wann warst du eigentlich zuletzt beim Friseur? Und er glotzt so ein bisschen blöd und abschätzig auf Ihre Haare. Was das soll, ist ja völlig klar. Er will vom Sachfeld, wo er unterlegen ist, ablenken und will Sie persönlich diffamieren, in Verlegenheit und in Schwierigkeiten bringen. Wie können Sie damit souverän umgehen? Eine Strategie, die ich sehr gut finde, ist, dass Sie darauf reagieren, indem Sie eine kleine Verwirrung stiften, indem Sie ein bewusstes Missverstehen praktizieren. Wie kann ein so bewusstes Missverstehen aussehen, zum Beispiel indem Sie sagen, also wann warst du zuletzt beim Friseur, sagt der andere und Sie sagen, warum bist du ihm noch was schuldig, dann gib mir das Geld, ich bringe es ihm die nächsten Tage mit. Das wird folgenden Effekt haben, der andere, der Sie gerade noch am Pranger hatte, ist auf einmal in Verlegenheit, als würde er dem Friseur Geld schulden. Er ist verwirrt, weil er mit dieser Reaktion nicht rechnet. Und schon ist das Problem nicht mehr auf Ihrer Seite des Feldes, sondern auf seiner Seite des Feldes. Das ist gut, das ist die Absicht all dieser Konter. Ich komme auf den vierten Spruch zu sprechen. Und zwar sagt jemand, zum Beispiel jemand, mit dem Sie arbeiten, du gehst mir einfach auf den Geist oder auf den Sack oder was auch immer. Also Sie werden als der beschrieben, der ihm auf den Geist geht. Wie können Sie jetzt darauf reagieren, dass Sie ihm auf den Geist gehen? Ich empfehle Ihnen, dass Sie eine kleine inhaltliche Wendung vornehmen. Eine Wendung mit einer Überraschung und eine Wendung mit Humor. Also der Satz ist, du gehst mir auf den Geist und Sie könnten antworten, womit bewiesen wäre, dass du Geist hast, das ist ja eine schöne Überraschung. Das ist frech, das ist gut, das ist gewagt.
Und das ist natürlich auch ein Konter, den Sie vielleicht nicht Ihrem Chef gegenüber fahren sollten, aber immer, wenn Ihnen jemand auf Augenhöhe begegnet, und da finden ja viele Hierarchiekämpfe statt, auf direkter Augenhöhe, gibt es eine interessante Studie vom Naturforscher Konrad Lorenz, der herausgefunden hat, dass Dohlen, wenn sie miteinander kämpfen, meist nicht Dohlen auf einer höheren Hierarchiestufe herausfordern, sondern auf der eigenen. Und so gibt es auch viele Machtspiele eben auf eigener Hierarchiehöhe. Und da können Sie diese Antworten wunderbar verwenden. Jetzt komme ich auf den fünften Angriff zu sprechen, und zwar: Ich kann dich doch gar nicht ernst nehmen. Das sagt jemand, nachdem Sie ein wirklich gutes Argument eingebracht haben. Und jetzt ist die Frage, wie gehen Sie damit um? Ich empfehle Ihnen hier die Aikido-Technik. Die Aikido-Technik, ich verlinke Ihnen das Video hier unten, die habe ich in einem eigenen Video beschrieben, die ist ganz toll, um Angriffe abzuwehren. Und zwar verstehen Sie den anderen bewusst positiv. Er sagt zu Ihnen: Ich kann dich nicht ernst nehmen. Und Sie antworten darauf im bewussten positiven Missverstehen: Ach, du siehst mich mit einem Lächeln im Gesicht, das freut mich jetzt aber. Damit ist der andere total entwaffnet, damit ist er total baff und damit ist sein Angriff auf Sie wirkungslos verpufft. Ich komme auf die sechste Phrase, die man Ihnen an den Kopf schmeißen kann, zu sprechen, und zwar: Ich finde dich peinlich. Jemand sagt zu Ihnen, dass er Sie peinlich findet. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass Sie Verwirrung stiften durch ein Wortspiel mit dem Wort finde. Und Sie könnten also auf "Ich finde dich peinlich" antworten: Du kannst mich auch bei Google finden oder bei Facebook. Ich glaube, das ist einfacher. Wieder haben Sie mit einem gewissen Humor und einer gewissen Souveränität reagiert. Und der andere muss erstmal seine Gedanken sortieren. Ja, wie kommt er denn jetzt auf Google und auf Facebook? Und schon ist das Problem nicht mehr bei Ihnen, sondern beim anderen gelandet. Ganz im Sinne des Erfinders. Und jetzt komme ich noch auf den siebten Angriff zu sprechen. Und zwar: Sie sagen was und der andere sagt: Ach, das geht bei mir zu einem Ohr rein und zum anderen raus. Mit anderen Worten, er gibt Ihnen zu verstehen, Sie sind es nicht einmal wert, dass man Ihnen konzentriert zuhört, weil Sie angeblich nur Zeug reden, das keinen interessiert. Wie können Sie darauf reagieren? Ich empfehle Ihnen eine humorvolle Umdeutung. Also, das geht bei mir zu einem Ohr rein und zum anderen raus. Da könnten Sie dann antworten: Ach, das tut mir jetzt wirklich leid für dich, für gewöhnlich ist da ja ein Gehirn im Weg. Und damit haben Sie wieder einen richtig schönen Treffer gelandet. Damit steht der andere am Pranger und damit sind Sie rhetorisch der Überlegene. Schauen Sie gerne mein Video zur Aikido-Technik. Ich verlinke Ihnen das unter diesem Video. Ich kann Ihnen da auch Videos zur schwarzen Rhetorik verlinken. Da können Sie auch etliches lernen, wie man richtig souverän auf Sprüche reagiert. Lassen Sie den Daumen nach oben weisen, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Teilen Sie es, verlinken Sie es, abonnieren Sie den Kanal. Darüber freue ich mich und am meisten freue ich mich, Sie hier wieder zu sehen. Und auch wenn Sie kommentieren, wie Sie diese Antworten finden und welche dummen Sprüche Sie so im Alltag hören. Ich bin sehr gespannt. Ihr Martin Wehrle.